Ja, hi. Hi, tschüss. Na, hi. Stefan spielt wieder. Der hätte ruhig mal die Steuerung schon mal umstellen können. Ach Gott. Ich trinke Monster Energy Drink und ich klecke. Großartig. Klecke Monster Energy Drink und ich trinke. Hashtag nur Werbung. Das Spiel macht genug Werbung für Monster. Ja, aber die kriegen doch Geld, du nicht. Verdammt. Ich wusste, irgendwas läuft hier schief. Genau. Wir waren hier Quest und Mama. Ja, nicht so wie letztes Mal, wo wir die Quest nicht abgegeben haben, obwohl wir genau davor standen. Hättest du einfach dann ins Lager, auf die Lager, Conveyor Belts auch. Lieferung möglich, müssen wir nicht machen. Vor allen Dingen 55 Kilo, die ist echt kann ich, leicht. Hätte ne? ich Mama eigentlich auch in privaten Spind lagern können? Weiß ich nicht. Aber 55 Kilo, gut, dass wir das Kind abgetrennt haben. Vorher waren es 80. Mindestens. Mindestens. Morlingen, nein. Morlingen? Ja, so hieß sie ja. Es tut mir leid. So furchtbar leid. Ich liebe dich so sehr. Ich bin so schnell nicht wieder wach. Ich bin mehrmals runtergefallen. Oh, Scheiße. Kann man aber bei uns noch ein bisschen lauter, ne? Ich hätte dich einweihen sollen. Ich wollte sie retten, konnte aber nicht. Du musst jetzt nichts mehr sagen. Lockne. Repariere seinen Cupid. Ich konnte unser Kind nicht retten, aber du kannst unsere Welt retten. Du allein. Ich liebe dich. Hörst du? Für immer und ewig. Aber sie stirbt doch jetzt nicht. Jetzt. Lass die Welt eins werden. Ich wüsste ja auch nicht, warum sie jetzt sterben sollte. So wie wir eins sind. Ist doch nichts passiert. Nur das Baby weggecuttet, oder nicht? Mir mal drunter gefallen. Ja, aber ich meine, so storytechnisch ist nichts weiter passiert. Hat sie nicht erzählt, dass das Kind sie am Leben hielt? Nicht, dass ich wüsste, nein. Ja, aber nicht so gut. Oh Gott. Nicht. Also wenn sie jetzt stirbt, ne? Dann weißt du, was die nächste Quest ist? Bringen sie zum Krematorium. Oh Gott. Also würde ich jetzt tatsächlich behaupten. 40% Schaden. Deswegen ist sie gestorben. 44% Frachtschaden? Deswegen ist sie gestorben. So, scheiße. Jetzt haben wir das Bad Ending bekommen. Bin ich jetzt irgendwie nicht so geil, ne? Kann man so sagen. Ich hätte auch gehofft, dass man ihren Arsch nochmal sieht, aber... So wohl nicht. Die ist doch jetzt nicht tot, oder was? Was sie durchgemacht hat. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich dachte, sie hätte unser Band absichtlich gelöst und wäre mit unserem Kind fortgelaufen. Ich habe deinen Cupid repariert. Der Begrenzer müsste jetzt richtig funktionieren. Eine Sache noch. Bevor ich mit der Arbeit begann, habe ich mir den Code genau angesehen. Ich bin mir sicher, jemand hat ihn verändert. Entweder das oder mein Gedächtnis lässt nach. Dein Code wurde umgeschrieben. Umgeschrieben ist vielleicht zu viel gesagt. Sagen wir einfach, es war nicht die letzte Version von mir.
Und doch, deshalb wurde ich endlich mit Morlingen wieder vereint. Aber vielleicht wissen wir ja bereits, wer es war. Troy Baker. Sie starb unter den Trümmern mit unserem Kind im Bauch. Ihr Kar ging über auf die andere Seite, doch ihr Haar verblieb an unserer toten Tochter. Sie wusste das alles, natürlich. Darum ließ sie eine Handschelle locker, um ihre Vitalfunktionen zu verbergen. Leider konnte sie ihre Lieblingserfindung nicht nutzen. Sie tat all das, um mich und unsere Tochter zu schützen. Oh. Ist jetzt immer noch nicht 100% gerafft. Also sie ist quasi die war, mit dem Baby also gestorben. Sie ist in den Trümmern gestorben. Also ein Teil von ihr. Baby hat sie am Leben das gehalten. Baby hat sie am Leben gehalten. Oh Mann. Schwester? Ich kann dich hören. Wir sind vereint. Wir sind eins. Wie früher im Mutterleib. Erinnerst du dich? Morlingen. Lochner. Kann man seine Hände so krass fisch? Das sieht mega creepy aus. Nee, das ist weird. Gut gemacht, Sam. Guck aufs Lieferterminal für nähere Informationen. Dank dir ist Edgemont City endlich in Reichweite. Und Lochner, deine Arbeit wird helfen, dass das virale Netzwerk online bleibt. Gemeinsam könnten wir es wirklich nach Westen schaffen. Also Sam, da ist noch etwas, das du wissen musst. Wir haben die Daten deiner angeblichen Begegnung mit den Soldaten untersucht. Gott! Da wir nur Ton zur Verfügung hatten, ist unser Bild unvollständig, aber die Sprache, Namen und Begriffe, die wir hören und die Munition, die wir bestimmen konnten. Alles deutet darauf hin, dass du vor über 100 Jahren auf einem Schlachtfeld gewesen bist. Im Ersten Weltkrieg, um genau zu sein. Es war kein Traum, keine Halluzination. Vielleicht wurdest du in eine andere Dimension gefördert oder so. Oder du. Angesichts der Zeitarbeiten warst du vielleicht an einem Strand. Da sind wir uns nicht sicher. Von einem zum Schlachtfeld gewordenen Strand habe ich allerdings noch nie gehört. Was, D-Day? Strände werden vom Willen der Menschen geformt. Er meint andere Strände, ne? Vielleicht hat Harden eine rationalere Erklärung parat. Strände sind sein Fachgebiet. Leider reicht das chirale Netzwerk noch nicht bis zu ihm. Egal, ruh dich etwas aus. Noch können wir all die Fragen eh nicht beantworten. Gesundheit. Jo. Er doch ohne Kissen. Ja, irgendwann mega den Nacken. Ja. War das mit den Füßen? Oh, nach Bibi sehen.
Ist es weg? Du? Du? Ach ja. Du? Suchst du das? Überraschung! Fragile hat mich hergewarpt. Endlich konnte ich den Strand besuchen. Also, ihren Strand. Keine Angst, ich bin nicht zum Sightseeing hier. Dein geliebtes BB hat ein ernstes Problem. Warum sind wir erst in Episode 6? Ich habe dir doch erklärt, dass die Inkubatoren BBs über das chirale Netzwerk mit ihren Todmüttern im HQ verbinden. Bridge Babies sind wortwörtlich Brücken zwischen dieser Welt und der anderen Seite. Ihr Platz ist weder bei uns noch bei den GDs dort drüben. Ihr Platz ist dazwischen. Und sie gehören weder der einen Welt noch der anderen. Aber BB-28 hier zeigt eine immer größer werdende Neigung zur Welt der Lebenden. Zu dir, Sam. Naja, wir sind Partner. Partner? Sam, ein BB ist ein Werkzeug und kein Mensch. Brücke, ja. Baby, nein. Dann sag mir, was das Problem ist. Dieses Werkzeug, diese Waffe, verwandelt sich in ein Lebewesen. Es nimmt zu. Seine Hirnaktivität steigt an. Es sammelt Erinnerungen. BB-28 entwickelt ein Bewusstsein. Es wird zu einem richtigen Kind. Das klingt mir nicht nach einem Problem. Es ist ein Werkzeug, Sam. Hergestellt für einen bestimmten Zweck. Einen Zweck, den es ohne Kapsel nicht erfüllen kann. Das Risiko eines Totalausfalls liegt bei 70%, wenn man die Kapsel entfernt. Was praktisch egal ist, weil es an diesem Punkt innerhalb weniger Tage nicht mehr funktioniert. Nicht mehr funktioniert? Ganz genau. Nicht mal die Kapsel wird es retten. Es geht kaputt. Was können wir tun? Wir setzen es zurück. Und deshalb musst du es bei mir lassen. Ich trenne die Verbindung zwischen euch und führe dann eine Operation durch, die es mit der anderen Seite verbindet. Na, na, na. Es ist wie ein kleiner Schubs in die richtige Richtung. Damit es wieder seinen Platz einnimmt zwischen den Welten der Lebenden und der Toten. Aber wie ich sagte, musst du eine Weile ohne es auskommen. Yay. Kann es funktionieren? Na klar. Nur eine Sache. Die OP könnte sein Gedächtnis löschen. Löschen? Luke wird mich vergessen. Ganz ruhig. Das BB wird weiterhin gut funktionieren. Du musst mir vertrauen. Na los. Ich sagte doch, wie ist denn, Alter? Problem. Wir drücken Reset und starten neu. Hat das sie quasi angestrollert? Ja. Deshalb hasse ich diese Teile. Sam. Von meiner Reise durch den Strand war ich schon schmutzig. Aber jetzt hat dein Bibi dem Ganzen die Krone aufgesetzt. Es hat diesen mit dem Zeigefinger gemacht, so vor den Mund. Packt der jetzt auf unsere Toilette? Ich glaube, der duscht mit Klamotten. Was, und du bist jetzt... Okay. Nimm das Bibi und hau ab. Er fasst Lou nicht an. Nichts machen, du. Kannst du ranzoomen? Mich nur umbringen? Was, umbringen? Bin ich, dass du mir ein Baby klaut? Ich glaube nicht, dass du ihn umbringen kannst. Dann frau ich ihn halt. Was hast du da drin gemacht?
Ah. Mit die sich ungestört unterhalten können. Hier drin bespitzelt uns keiner. Wir sind unter uns. Keinerlei Tonaufnahmen. Keine Videos für Lippenleseanalysen. Komm näher. Der Hartmann darf hier von nichts wissen. Verstanden? Ich habe mir die ersten BB-Experimente näher angeschaut. Offiziell wurden sie von der Regierung ausgesetzt, nachdem ein Lehresturz den damals amtierenden Präsidenten getötet hatte. Die Dokumente wurden vernichtet, die BB-Technologie verboten. Aber offensichtlich gingen die Experimente im Geheimen weiter. Auf direkten Befehl von Präsidentin Strahan. Richard. Die BBs waren unabdingbar, um das Rätsel des gestrandeten Todes zu lösen. Okay. Oh, sie hatte Großes mit ihnen vor. Sie sollten nicht bloß GDs entdecken. Sie wollte sie ins chirale Netzwerk einbetten, um Reisen zum Strand zu erleichtern. Aber keiner ihrer Pläne wurde je verwirklicht. Und jetzt ist die BB-Technologie in Terroristenhänden. Was hat der Hartmann damit zu tun? Ich habe Angst vor der Antwort. Ich weiß nicht, wie lange er für Strand gearbeitet hat. Ich kenne nicht mal seinen echten Namen oder sein Gesicht. Aber du vielleicht. Weil ihr euch schon länger kennt. Nein, er drückt die Maske von Anfang an. Irgendwas mit Gesichtsverbrennung. Klar. Tut mir Troy Baker. Alle Daten von damals haben die allerhöchste Geheimhaltungsstufe. Soweit ich weiß, kann nur der Direktor auf sie zugreifen. Aber das chirale Netzwerk bietet neue Möglichkeiten. Indem wir fragmentierte und frei zugängliche Daten aus dem ganzen Land zusammenführen. So kann ich des Rätsels Lösung vielleicht etwas näher kommen. Näher kommen, gutes Stichwort. Sei vorsichtig, Sam. Sie beobachten uns. Also, Sam, du bist ein ganzer Kerl. Kompliment. Fondi. Du hast untenrum ganz schön was zu bieten. Aber so spart man sich wenigstens das Wäschewaschen. Reparier einfach, Bibi, okay? Oh nein, du reparierst es. Ohne dich würde ich es nie schaffen. Die Einzelheiten erfährst du oben am Lieferterminal. Sobald du bereit bist. Immer am Lieferterminal. Kannst du gleich nochmal zwischen die Beine gucken? Vielleicht. Der Zehnagel fehlt immer noch. Das Plättenagelbett ist weg. Warum soll ich jetzt hier zwischen nochmal gucken? Ja, weiß ich nicht, weil das Ding immer noch nicht getriggert haben, oder? Nee, weil das geht auch nur linksrum. So ein frei privaten hier Raum da. Anderen Spielern. Nur von dir. Okay. Sorry, du Model. Hat er jetzt gerade auf die Vision gewartet, oder? Er hat gerade, er wollte es gerade anstöpseln und dann ist ihm aufgefallen, dass das gar nicht da ist. Deadman sagt, dein BB funktioniert nicht richtig. Wir müssen deine Hauptmission unterbrechen, bis wir dieses Problem gelöst haben. Es ist unsere einzige Dooms-kompatible Einheit. Und je weiter du nach Westen gehst, desto mehr GDs wirst du begegnen. Übrigens, Amelie hat uns informiert, dass außerhalb von Edgemont City ein Teergürtel liegt. Eine große Region voller GDs, die Higgs beschworen haben soll. Schön. Und auch wenn wir wollen, dass du sie schnellstmöglich da rausholst, hast du ohne dein Bibi nicht den Hauch einer Chance. Du musst Deadman unbedingt dabei helfen, es wieder betriebsbereit zu machen. Da er hier ist, könnt ihr zwei das vielleicht persönlich besprechen. Sir, ich bin gerade ziemlich beschäftigt. Und ich hoffe, per Hologramm ist okay.
Zuerst musst du ein paar Prepper in der Gegend ans Netz bringen, um die chirale Dichte vor Ort zu erhöhen. Das verstärkt die Verbindung zwischen BB-28 und seiner Todmutter. Dann müssen wir, wie ich schon erklärt habe, die Justierung deines BBs anpassen. Das geht leichter, wenn wir etwas räumlichen Abstand zwischen euch zwei bringen. Wir behalten es hier und schicken dich raus. Läuft alles nach Plan, sollte dein BB bald wieder normal funktionieren. Zum Glück treibt dieser Plan unsere anderen Ziele voran. Wir wollen diese Region ohnehin ins Chirala-Netzwerk integrieren. Also belieferst du Prepper, baust so Beziehungen zu ihnen auf und überzeugst sie, an Bord zu kommen. Es ist nicht leicht, sich in diesen Bergen einzurichten. Aber viele Leute haben es trotzdem versucht. Überall sind Bunker verstreut. Wir haben eine Auftragsliste von ihnen, die abgearbeitet werden muss. Aber vergiss nicht, das sind Leute, die freiwillig da draußen leben. Leute, denen ihre Privatsphäre wichtig ist. Denk nicht, es könnte leicht werden, sie zu überzeugen. Du musst ihr Vertrauen Schritt für Schritt, Job für Job gewinnen. Noch eines, Sam. Für eine Weile wirst du ohne Bibi unterwegs sein. Es wird sich stark auf deine Fähigkeit auswirken, GDs zu entdecken. Also halte Augen und Ohren nach allen ungewöhnlichen Orten und meide den Regen, wenn es irgendwie geht. Ja gut, an Arzt oder an Robotikerin? Robotikerin klingt erstmal interessanter, ne? Ja, ich muss trotzdem beide essen. Na gut. Leitern, Kletterverankerung. Neue Stiefel! Neue Stiefel hatte ich schon. Leitern, ne? Außer alles. So, kann ich auf geht's. Über eine Bridges-Leitung. Ich wurde gebeten, für meine Schwester zu übernehmen und dich zu unterstützen. Wir sind wieder vereint. Eins. Für immer und ewig. Okay. Wir sprechen. Du brauchst das übrigens nicht weiter drücken, ne? Sollte ich schnell auf dem neuesten Stand sein. Bist du etwa wieder bei Bridges? Darum geht es nicht. Ging es nie. Es geht darum, was sie will. Was wir wollen. Und warum sollten wir dir nicht helfen? Du hast uns geholfen. Wir sind jetzt alle verbunden. Okay. Danke für diese neuen Informationen. So, Robotikerin war... Oh Gott, mitten... Ja, aber da unten ist der Arzt schon. Ist das ein Herzsee? Auf den Arsch. Das sind... Sackeier. Sackeier. Sackeier ist gut. Man muss nicht nach vorne gucken, wenn man fährt. Nö. Sagt der Einzige von uns, der einen Führerschein hat. Also muss da was Wahres dran sein. Ja. Das muss stimmen. Vor allen Dingen, wenn das so ohne Sarkasmus gesagt wird. Sack. Sackeier-Sarkasmus. Oh, nee, du willst eigentlich nicht da lang. Eigentlich willst du da oben über die Brücke. Diese Fahrphysik ist halt schon wieder echt der Knaller, ne? Aber die Kombination mit Stefan ist halt ein Traum. Ey, ich hab in den letzten Folgen richtig geile Fahrten gelegt, ne? Ey, war schon krass. Und die eine Stelle hier bei der Cosplayerin, die ich da hochgekommen bin. Das ist aber mega schnell weitergeht. Ja, weil das Ding einfach keine Beschleunigung hat.
sondern von jetzt auf gleich halt Fullspeed hat. Das war total weird. Okay. Weil es geht. Da. Keine Fahrzeuge erlaubt. Das lief doch schon mal super. Ja, finde ich auch. So, wer ist der Arzt? Jetzt kommt hier, Hugh Laurie, Dr. House. Oh Gott, wäre das cool. Ja, wenn wir schon bei prominenten Gästen sind hier, mit Conan O'Brien. So. Stimmt nicht. Hm? Eine Lieferung? Oh, gut. Okay. Ausgezeichnet. Alles scheint in bestem Zustand zu sein. Okay. Ja, die lassen sich eh nicht direkt verbinden, oder? Ja, das für... Na doch. Doch. Ich glaube, du brauchst einen Stern. Lassen sie sich ins. Echt? Ich glaube schon. Ich möchte dich gerne etwas fragen. Mach. Hilfst du mir, den UCR beizutreten? Nein. Wenn ich dadurch mehr Menschen die ärztliche Aufmerksamkeit schenken kann, die sie benötigen, ist es die Mühe wert. Jetzt haben wir das Bild von ihm nicht gesehen. Ich kann diese Eier da unten jetzt nicht. Ich danke dir. Ich bin zwar nicht mehr der Jüngste, aber was tut der Sache keinen? Sagte er, während er ihr auf den Arsch geguckt hat. Übrigens habe ich etwas gefunden, das dir nützen könnte. Blutbeutel Level 3. Was, eine neue Wasserflasche? Jetzt mit neuer Geschmackssorte. Heiltrag. Und zieht Monster Energy. Okay. Deine Lieferungen haben Leben gerettet. Und wie du weißt, bedeutet jedes gerettete Leben ein GD weniger. Was langfristig noch mehr Leben rettet. Bitte gib nicht auf, wie schwierig es auch werden mag. Ich bitte dich inständig. Oh, wie auch nur am Grinsen ist da, ne? Weiteren Bunker ins Netzwerk geholt. Gut gemacht. Das chirale Niveau frei prognostiziert, das ist gut. Es würde mich freuen, dass die Operation von BB-28 gut gelaufen ist. Es ging aber schnell. Zusätzlichen großen Eingriffe nötig sein. Wir sind noch nicht über den Berg. Aber ich denke, das Schlimmste... Ja, stimmt, über den Berg müssen wir auch zur Robotik gerinnen. Jetzt müssen wir nur noch das Netzwerk weiter aufbauen, Änderungen beim Anstieg des chiralen Niveaus überwachen und Anpassungen vornehmen. Medikamente sollten genügen. Weiter so, Sam. Weiter so. Hier machen wir erstmal Schluss für heute, würde ich sagen. Morgen geht's dann zur Robotikfrau. Ab in die Berge. Frau Robotnik. Tschüss. Tschüss.